Willkommen zurück, meine Lieben, zu einer weiteren Folge Not So Berry. Ja, wir haben den Cooper hier vor der Nase direkt und es ist seit dem letzten Episode und wo die super spontane, mit der ich absolut nicht gerechnet hätte, Spontanverlobung, noch ein bisschen was weiteres passiert. Jetzt nicht so extrem wie mit der Verlobung, aber es sind ein paar weitere Tage vergangen und ich werde es euch einmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben viel gearbeitet. Die beiden haben sich wirklich nur abends gesehen durch die Zeiten. Das ist zwar gut für später, aber jetzt aktuell, wo sie noch keine Kinder haben, ist das ein bisschen blöd. Denn sie sehen sich halt wirklich nur am Abend so 1-2 Stunden, bevor der Ricky dann los muss. Dann ist der Cooper den ganzen Abend alleine. Ricky hat den ganzen Tag über dann halt für sich. Ja, das ist so ein bisschen tricky. Cooper arbeitet sehr, sehr viel. Er ist viel auch in der Gemeinde unterwegs. Wir haben Stimmen gesammelt. Wir sind auch auf dem letzten Schritt, wo wir nur noch 20 Stimmen sammeln müssen. Davon haben wir schon fast mehr als die Hälfte. Wir haben schon 17 Stimmen gesammelt. 3 fehlen noch. Dann haben wir auch diesen Schritt schon abgeschlossen. Wir haben sogar einen Protestakt organisiert. Das fand ich super cool. Das habe ich auch noch nie gemacht. Und der ist sogar echt erfolgreich gewesen, muss ich gestehen. Beide haben viel Sport nebenbei gemacht. Ich habe versucht, an Zeiten, wo sie dann mal frei hatten beide, dass ich die zusammen ins Sportstudio geschickt habe. Ja, dass zumindest ein bisschen Zeit zusammen verbracht wird. Ja, und dann haben wir eine Arbeitsrivalität entwickelt mit einer anderen Simmen, die auch in der Politikkarriere ist. Und das ist sehr, sehr spannend, muss ich gestehen. Ich freue mich da schon sehr drauf, das versuchen zu lösen, aus dem Weg zu schaffen. Wir haben eine Schiene, in der wir sehr nett zu ihr sein können. Wir haben aber auch die Schiene, wo wir provozieren können und sie auch sabotieren können. Die Minty war am Abend dabei und ja, unser süßer Trevor ist gerade beim Arzt. Während unser Cooper hier schön seinen Boxsack ein bisschen massakriert, ist unser Ricky beim Arzt. Denn ich habe so die starke Vermutung, dass der durch den Wetterumschwung, wir haben Frühling, wie ihr gesehen habt, in der letzten Woche, dann haben wir den Sommer schon, hat der sich irgendwie eine Blasenentzündung eingefangen, unser Schatzi. Und der ist jetzt gerade beim Arzt, wir lassen das abchecken, solange ist der Cooper ein bisschen am Trainieren. Unsere kleine Reed-Maus, die fährt hier mit dem Staubi rum, das sieht so süß aus. Ich finde das so süß, dass sie das machen können, die Katzen. Schade, dass es nur die Katzen machen können. Hund habe ich jetzt noch nicht darauf gesehen. Wäre vielleicht auch ein bisschen zu schwer, aber gerade kleine Hunde wäre auch ganz süß. Aber das ist halt eher so eine Katzenmasche, sage ich mal dazu. Auf jeden Fall freue ich mich heute sehr, dich willkommen heißen zu dürfen auf diesen schönen Part. Ich habe ein bisschen Romantik vor. Diesbezüglich dem Cooper schon ein paar Sachen in sein Inventar gepackt. Ich lasse dich einmal ganz kurz reingucken, dass du siehst, was es so ist. Man sieht schon, ah, Picknickkorb, eine Pralinenschachtel. Wir werden, weil wir so viel gearbeitet haben und den Ricky nicht gesehen haben und der Cooper, immer wenn die beiden dann aufeinander gestoßen sind, natürlich geflirtet, sie haben sich halb abgeknutscht, haben viel getächtelt, aber das hin und wieder ist halt auch wegen Beziehungsangst das Wort gefallen, was den Cooper ein bisschen bestärkt hat, das zu sagen. Und in Ricky hat es natürlich nicht so gefallen, dass sein Verlobter das andauernd äußert, aber die müssen da so halt auf einen Nenner kommen, sonst wird das Ganze nichts. Wenn man den Cooper so beobachtet, wie er den Boxsack hier bebombt, könnte man denken, er hätte dezente Aggressionsprobleme. Wie ihr die ganze Zeit schon seht, habe ich aktuell einen anderen PNG-Tube, denn es ist Halloween gewesen und ich dachte mir, komm, auch wenn die Folge jetzt nicht auf den 31., sondern auf den 1. fällt, können wir zumindest so eine kleine Halloween Sphäre machen, unser kleines Wolfgirl, und ich finde sie so, so süß. Bei Guild Wars konnte ich jede Woche, weil in Guild Wars das Event über 3 Wochen geht, Halloween, immer eins einbauen, aber ich wollte hier die Sims nicht vernachlässigen, deshalb haben wir heute mal einen anderen PNG und ich freue mich sehr darüber. Dann wird sich unser Cooper, der extrem Muskeln angepackt hat, also der ist so durchtrainiert, der macht dem Ricky schon langsam Konkurrenz, weil der so viel Sport macht nach der Arbeit. Und an den Wochenenden, wo frei ist, ja, unser Kalender. Ich habe einen neuen Mod, der mir Icons reinbringt. Ich bin an einem Override-Video dran. Kannst du dich drauf freuen, wenn du darüber mehr wissen möchtest. Und ja, wir haben letzte Tag Frühling. Dann haben wir schon unseren Sommeranfang. Und dann haben wir erstmal 3 Tage Ferien. Urlaub also in dem Sinne.
Und ja, wir gucken einfach mal, was der Sommer für uns übrig hat, was auf uns zukommt. Ricky kommt sofort nach Hause und dann bin ich mal sehr gespannt. Ich würde sagen, Kubi, du kannst dich schon mal umziehen. Na, zieh dich mal um. Bei Ricky wurde eine Harnwegsinfektion diagnostiziert. Sein Inventar wurden Medikamente erweitert, okay. Ja, da sind wir auch schon. Das Wetter ist aktuell noch nicht so gut. Das habe ich aber schon in Angriff genommen. Die beiden haben sich jetzt gerade dazu entschieden, erstmal mit Schach anzufangen. Und der Kuba möchte den Ricky so langsam daran führen. Deshalb, sie werden gleich ein bisschen Interaktionen machen, ein bisschen reden. Ja, wird natürlich sich auch entschuldigen beim Ricky. Und der Ricky wird sich natürlich ebenfalls entschuldigen. Sagen, beide haben so lange gearbeitet. Der Ricky hat auch ein paar Überstunden gemacht. Aber der Kuba halt mehr und vor allem in der Zeit, wo der Ricky halt auch noch Zeit hätte. Das tut dem Cooper halt auch total leid, aber er wollte so schnell wie es geht vorankommen in seiner Karriere, was ja auch so wirklich gut geklappt hat. Dafür musste er leider halt die Beziehung ein bisschen vernachlässigen. Und ich finde, die beiden geben so ein süßes Pärchen. Ich bin hin und weg von den beiden. Und ja, hier könnt ihr nochmal sehen, Tallulah, Tanaka, ein rivalisierender Sim am Arbeitsplatz. Der Zauber von Geschichten. Dass Ricky Geschichten mag, auf jeden Fall, würde ich sagen. Und wie sieht's aus? Genau, der Ricky, der ist auch schon sehr weit in seinem Beruf. Wir müssen viel Schach spielen, um die Logikfähigkeit hochzukriegen. Er hat aktuell schon Level 4. Und wir sind an Level 5 dran. Aber erst am Anfang. Das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber die Fähigkeiten sehen super aus. Auch vom Cooper. Wir brauchen hier noch Fitness und dann haben wir das auch schon auf Level 10 gemacht. Alles, was aus seiner Challenge so zu erledigen ist, haben wir schon soweit geschafft. Das ist eigentlich nur sein Bestreben. Und der Kinderwunsch übrig. Oh, er umwirbt unseren Ricky. Wie süß. Da ist sie, die Decke. Das sieht so süß aus. Das sieht so schön aus. Dann haben wir hier unseren Picknickkorb. Wir haben hier so ein Kartenspiel. Habe ich mit organisiert. Und wir haben hier so eine Schokoladenbox, die müssen wir aber im Inventar lassen. Deshalb würde ich sagen, sitzen mit dem Ricky. Oh, wir hätten ja sogar hier was machen können. Das ist ja cool. Okay, wir gucken jetzt mal, dass sie zusammen sich ein Gericht nehmen können. Ja, können sie, wie cool. Nein, wir wollen den hier essen auf der Decke. Wir wollen das schön picknicken machen. Los, setzt euch dahin. Genießt den Kuchen, den haben wir natürlich gekauft. Und dann können wir einschütten, trinken, zwei Portionen einschütten, würde ich sagen, machen wir einschütten. Und dann können wir hier auch noch diesen Traubennektar trinken, uns die Zeit genießen und wir werden dann mal ein paar kommen. Und? Schenkt er den jetzt ein? Okay, Moment. So, beide haben eins im Inventar. Stell die mal hin. Zack. Okay. Unseren Nektar trinken und sagen, auf uns, mein Schatz. Und einfach die Zeit genießen. Wir werden einfach mal uns ein bisschen unterhalten. Allgemein kannst du sie mal schmeicheln. Nach dem Tag fragen, wie es auf der Arbeit so läuft. So süß. Oh, schön. Oh, mein Herz geht auf. Kennt ihr das? Also ich bin immer bei meinen Sims mit bei den, ich muss gestehen, bei der Not-So-Berry-Challenge jetzt nicht so sehr wie bei Familie Winton, Familie Thompson, weil ich die einfach von klein an habe. Aber ich finde das schon so, so süß. Oh, da wurde eine schlüpfrige Frage gestellt, vermute ich jetzt mal stark. Auf jeden Fall werden sie sich beide entschuldigen, weil sie so viel gearbeitet haben. Sie erkundigen sich, wie es denn generell auf der Arbeit läuft. Und Ricky sagt, ich bin total zufrieden und happy mit meinem Job. Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Cooper sagt auch, so geht's mir auch. Ich kann was bewirken, das war mir ja immer schon so wichtig. Und es tut ihm halt leid, dass er den Ricky halt so ein bisschen vernachlässigt hat und mehr die Karriere halt in Vorschein, also in den Fokus gesetzt hat. Und ja, wir trinken so beide hier ihr Gesüff, wie ich es immer so gerne sage. Und wir werden dann mal hier, wir haben hier eine Naschkatzenbox, Duknot-Bällchen. Die werden wir jetzt mal verfüttern. Ist das nicht cute? Er sagt, schau, mein Schatz, die habe ich gefunden. Oh, wie süß. Das haben sie schon echt cute gemacht. Ne?
Oh, Hipesh. Oh, you. Die riechen bestimmt köstlichst. Cute. Aber Koopa, du sollst ihn doch auch füttern. Ah, jetzt. Okay, ich wollte schon sagen, hier futtert er die Box jetzt alleine. Upsi. Ich hoffe, dass es jetzt nicht runtergefallen ist. Aber das ist so süß. Ah, ja, das hat jetzt funktioniert. Oh nein, Koops, nie noch eins fallen lassen. Nicht noch eins fallen lassen. Ist das süß. Also das haben sie wirklich super schön gemacht. Testet das gern mal aus, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das ist süß. Geht einfach über den Filter Packs, verliebte Pack, holt euch so eine Decke. Die Picknickdecke, man erkennt die direkt und dann können die den Himmel beobachten. Die können sogar techteln, das werden wir auch noch gleich versuchen. Aber ist das nicht cute? Oh, ich hab's vermisst. Die waren wirklich nur am Arbeiten, die zwei. Ich hab's wirklich vermisst, die so rumturteln zu sehen. Weil die halt einfach so ein süßes Pärchen abgeben. Und der Koopa halt wirklich so dieser Beziehungstyp sich da draus entwickelt, was er ja eigentlich nicht ist. Aber mit Ricky ist das halt doch irgendwie was anderes. Man merkt, das ist irgendwie, ich sag jetzt mal echt, das fühlt sich echt an. Vielleicht könnt ihr das irgendwie nachvollziehen, aber ich find's einfach zuckersüß. Was macht ihr jetzt? Im Freien rumknutschen? Wie süß. Das ist ja so süß. Nein, ist das cute. Nee, den Tag haben sie sich wirklich verdient. Und ich glaube, das hat ihre Beziehung nochmal zueinander wirklich gestärkt. Es ist natürlich trotzdem noch viel Arbeit vor uns. Aber die beiden, die sind einfach so süß zusammen. Das kann man gar nicht anders sagen. Na kommt, zeigt uns auch mal die neue Animation, wie man hier drin täscheln kann. Das finde ich nämlich super cool. Wir haben sogar ein Bordell gekriegt. Das finde ich sehr lustig, aber... Ui, da sitzt sie so eine Rolle. Ist das nicht cute? Also wenn da keine Simin oder Sim, je nachdem, wie man es eingeschätzt hat, nicht schwanger von wird, dann weiß ich auch nicht mehr. Das ist so cute gemacht. Sieht aus wie so ein Burrito. Aber ihr macht es ganz schön lange, Leute. Ah, jetzt, oder? Nein, wie süß. Ist das süß. Ist das süß. Nein, ist das cute. Koopa sagt auch hier, du brauchst dir wirklich keinerlei Gedanken machen, irgendwie wegen einer Affäre oder sowas. Ich bin wirklich einfach nur lange auf der Arbeit. Muss da viel mit meinen Kollegen zusammenarbeiten, dass alles klappt, ich alles vorbereiten kann. Und Ricky sagt, ich vertraue dir da auch und bittet ihn halt auch, falls dann trotzdem mal irgendwie was sein sollte, dass der Koop halt auch dann sich dementsprechend äußert. Und wir werden jetzt noch Daumen hoch spielen mit Wahrheit oder Techtelmechtel spielen mit. Oh ja, das machen wir. Das machen wir jetzt noch. Nachdem sie die Kekschen gegessen haben. Das ist ja cool, das Spiel. Wahrheit oder Techtelmechtel. Ich fasse es nicht. Sonst packt eure Teller ins Inventar. Was hast du für eine Karte? Du hast eine Person drauf und hinten Techtelmechtel. Mhm. Das war scheint sehr, sehr lustig. Schon wieder das mit dem Haus und dem Geld, okay. Hat ihn aber nicht abgeneigt. Oh, mit wem würde er scheint's lieber Techtelmechtel machen, würde ich jetzt mal vermuten. Oh, das ist ein Geheimnis. Oh, Tricky freut sich. Oh,
Techtelmechtel und Klamotten? Ein Cowboyhut, na toll. Ein Cowboyhut. Das ist cool, das Spiel. Das ist cool, das gefällt mir. Oh, mit wem? Okay. Und? Mit Barren? Nee, das geht nicht, Cooper. Das ist ihm auch ein bisschen peinlich, so wie er das gesagt hat. Oh. Mit Essen. Sieht nach so Käsetoast ausgedönses. Okay. Also das ist wirklich cool, das Spiel. Das ist auch aus dem neuen Pack. Mit Arztspiel. Okay, so ein bisschen Krankenschwestern so ein Gedöns. Gefällt dem Ricky aber. Oh, okay, jetzt geht die an den Ricky. Okay. Und? In der Mülltonne. Ricky. Ricky, bring uns hoffentlich doofe Gedanken. Nee, das ist echt cool, das Spiel. Also das müsst ihr auch mal probieren. Das ist so cool. Erdbeeren. Erdbeeren. Oh, ich liebe Erdbeeren. Ich liebe sie. Nee, bisher haben sie beide absolut super Moodlets. Ihnen gefällt es. Blick in den Himmel. Sie sind beide super in Liebe eingehüllt. Total zufrieden. Und der Ricky wird dann nochmal sagen, Cooper, ich bin wirklich so verliebt in dich. Oh, wie süß. Das hört sogar gar nicht schlecht an. Ah, der Cooper direkt so, Ricky. Nee, also wenn der Party dir bisher hier schon gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like und einen Kommentar von dir freuen. Und wenn du neu bist, dann vergiss den Abo-Button gerne nicht. Das ist kostenlos für dich und du vergisst natürlich und verpasst natürlich keine weiteren Videos mehr. Und ich finde die einfach so süß, die zwei. Die sind einfach so cute zusammen. Okay, ihr zwei. Dann würde ich sagen, gehen wir nach Hause. Ihr habt wirklich super viel Romantik heute erlebt. Und dann werden wir den Ricky am nächsten Tag, wie musst du denn überhaupt arbeiten, um 18 Uhr. Okay, heißt, wir hätten noch ein paar Stunden, um unsere Stimmen zu sammeln und das Tallulah-Thema anzugehen. Ich freue mich drauf und ich hoffe, du auch. Ja, da sind sie, die zwei, unsere Turteltäubchen. Die haben super gut geschlafen, haben sogar zusammen gekuschelt. Ich finde es so schön, dass das vom Spiel jetzt mit integriert wurde. Ja, Ricky, dann schnell zack, zack aufs Klöchen, ne, dass du dir in die Hose machst. Das war nicht so gut, ne? Okay, also, ach Gott, die haben wirklich voll den schweren Call. Ich habe jetzt mal gerade das Profil mir angeguckt. Arbeitsrivalen. Diese beiden Sims können am Arbeitsplatz nicht miteinander klar. Okay, sie sind aber trotzdem Kollegen. Sie können sich nicht mögen, sind aber trotzdem gut kompatibel und haben trotzdem einen schwerliegenden Groll. Oh mein Gott. Und der Coop sagt dann, hey Schatz, wollen wir nicht zusammen ins Fitnessstudio gehen, noch die Zeit ein bisschen zusammen genießen, bis du heute Abend um 18 Uhr arbeiten musst. Und der Ricky findet das eine super gute Idee. Und sie haben eine gesunde Beziehung bekommen. Das finde ich klasse. Könnt ihr mal hier ein bisschen über Vorteile des Vegetarismus quatschen, einfach mal ein bisschen Konversation führen. Warum die Arbeitsrivalität jetzt entstanden ist? Ricky, der hat gesessen. Und Cooper denkt so, ja, mein Schatz ist so gut, der kann das. Cooper, du aber auch jetzt. Ja, sehr gut. 1-1 würde ich jetzt sehen, ne? So, Ricky. Ricky kommt in die Mitte an seine Position. Und Tor! 2-1. Kann Cooper das ausgleichen? Das werden wir jetzt gleich sehen. Er macht sich innerlich breit. Und Tor! Juhu! 2-2. Das wird eine enge Entscheidung. Wer der beiden wird den Sieg holen? Wir gucken. Ricky! Tor! Ja, Cooper, jetzt musst du dich aber ranhalten, ne? Ich bin mal gespannt, wie dieser Wurf hier ausgeht. Ja, das war diesmal sehr gut. Und diesmal ist es sogar nicht abgerutscht, sondern hängen geblieben an dem Korb. Ja. Die entwickeln sich so gut. Der Cooper ist so in der richtigen Beziehung, meiner Meinung nach. Das war bei den anderen nicht. Und die haben einfach voll die Muskeln aufgebaut, die zwei. Voll die Muckibänder sind sie geworden. Aber man sieht, wir haben wirklich super gut Stimmen gesammelt. Gut, unsere Familie kennen wir ja eh. Aber top, wirklich top, top,
top. Tallulah gehen wir noch an. Ich würde vielleicht sagen, so nach dem Fitnessstudio, dass wir vielleicht irgendwo was essen gehen, dann so einen Kaffee trinken, Stück Kuchen oder so ein Proteingedöns dann halt zu uns nehmen. Dass die beiden einfach noch so ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Oh, er hat Gefühle erhalten, weißt du was? Es war wundervoll, mit dir Zeit zu verbringen. Wir haben tolle Erinnerungen gesammelt und es werden nicht die letzten sein. Da bin ich mir sicher. Das ist super. Wen haben wir denn hier alles? So, haben wir unsere Family eigentlich noch hier? Nee, oder? Oh, da hat eine, habt ihr es gerade gesehen? Voll die Herzchenexplosion über dem Kopf. Ich glaube, Mindy und Trevor sind gegangen. Herr Cooper Fox Price. Da ist eine Dusche. Dann nimm die jetzt bitte. Los. Ricky, was machst du? Nee, es wird jetzt nicht nochmal trainiert, wenn du geduscht hast. Das kommt doch gerade wie gerufen. Wir stellen uns mal äußerst freundlich hier bei unserem netten Herrn Aziz Nadir vor. Genau, und wir fragen unseren Aziz da mal kurz, wie er denn so zur Politik steht, für Politik werben, über konservative Politik reden. Sie sollten auf jeden Fall leichter funktionieren. Das hört sich ja super an. Wahlsichern. Ich fackel da nie lang rum. Ich habe keine Ahnung, ob ich mit denen mehr Interaktion machen müsste. Wenn das heißt, ja, ich kann leichter mit denen Interaktionen führen, dann mache ich das einfach und sichere mir die Wahl. Und wir haben 18 Stimmen. Cooper, du hast es. Zwei Sims nur noch. Kennen wir Alon. Den kennen wir auch noch nicht. Dann würde ich sagen, stellen wir uns auch einmal zumindest schon mal freundlichst vor und über konservative Politik quatschen. Und mal sagen hier, wie stehst du da dazu? Schaut gut aus. Dann fackeln wir nicht lange rum und sichern uns die Wahl. Und danach dürfen wir uns auch etwas zu essen bestellen, zum Hieressen. Wir werden uns auch ein Cannoli oder wie das Ding heißt, holen. Und dann haben wir schon, wenn alles gut läuft, 19 Stimmen. Und? Buna? Xabo? Ja, wir haben 19. Ja, und dann würde ich sagen, zum Abschied der Folge, zum Schluss hin, werden wir den Ricky nach Hause schicken. Und mit Coop versuchen, dass wir, der Ricky hat die romantischen Grenzen von Catherine rausgekriegt. Und Cooper zugleich auch. Okay. Ich wüsste zwar nicht, dass wir das indirekt gefragt haben, aber okay. Okay, Ricky, geh mal nach Hause. Und Coopsi, du wirst sie mal einladen. Und dann gucken wir mal, was ihr Problem mit uns ist, warum eine Arbeitsrivalität vorhanden ist. Aminti ist auch da. Okay, ich bin mal gespannt, wann sie kommt. Sie möchte lieber nicht kommen. Oh Gott. Na, das kann was werden. Okay. Wir versuchen es noch einmal. Wir sind hartnäckig und sagen, hier, wir haben ein Problem offensichtlich. Das müssen wir aus der Welt schaffen. Wir sind Kollegen. Aber wenn du nicht auf meine Zuschritte drauf eingehst, dann wird das nichts. Ich möchte lieber nicht kommen. Wie sollen wir sie denn dann treffen? Ich versuche mal, ob sie ans Telefon geht, wenn wir sie anrufen und mit ihr sagen, okay, können wir dann telefonisch das Problem versuchen zu lösen? Und Coop, was sagt sie? Okay, sie telefonieren zumindest schon mal eine gewisse Länge. Wenn sie fertig sind, ob das dann immer noch so ist, weil irgendwie müssen wir ja das Gespräch in Gang bringen. Weil, wenn die nicht mit uns sprechen will, wie sollen wir denn den Konflikt dann beiseite legen? Oh, okay, jetzt ist es zumindest schon mal höher gegangen. Sag, ich verstehe halt nicht, was das Problem ist. Ich habe dir nichts getan. Ich bin meiner eigenen politischen Karriere am Verfolgen. Dann kamst du und hast da einen riesen Aufstand gemacht. Vor allem übrigens, das war total uncool.
Du hättest auch, wenn du ein Problem mit mir hast, mit meiner Arbeit direkt zu mir kommen können, statt vor allem hier so eine Szene zu machen. Du hast nicht mir damit geschadet, sondern eher dir selbst, sagt er dann auch zu ihr. Das gefällt ihr natürlich nicht so. Oh, 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 was ist hier? Oh, oh, oh. Oh Gott. Irrationale Gefahr, weil angeschrien wurde. Cooper Fox hat Angst. Warum? Das weiß keiner. Na, das sind mal Neuigkeiten, oder? Das sind noch mal Neuigkeiten, meiner Meinung nach. Was sie uns jetzt schon am Telefon verrät, ist, warum sie so eine Szene gemacht hat, dass sie über ein paar Umwege inzwischen ein kleines Vögelchen ihr gezwitschert hat, dass er nicht mit offenen Karten spielt. Und er dann so, hä, wie nicht mit offenen Karten? Ich mache meinen Wahlkampf normal, ich bestech keine Leute. Ich frage die nach ihrer ernsten Meinung, was sie zu meinem Plan halten, wenn der denen gefällt, ob sie mich diesbezüglich unterstützen wollen, mir ihre Stimme für die Wahl geben. Wie soll ich da nicht mit ernsten Karten spielen? Und sie so, ja, ja, ich weiß, du spielst nicht mit ernsten Karten. Du bist nicht der nette Typ, für den du alle dich halten lässt. Der überdenkt dann auch nur so, okay. Kleptomanisch ist sie. Nein, kleptomanisch, das ist ein Witz, oder? Nee, oder? Cooper wird auf jeden Fall sich jetzt so denken, okay, was hat die bitte für ein Problem? Setz dich mal dahin. Und wird sich so, hä, wie nicht mit echten Karten? Ich verstehe das überhaupt nicht. Steht so ein bisschen auf dem Schlauch und denkt sich auch nur so, was will sie denn von mir? Ich habe keinen gezinkt. Normal meine Arbeit bin ich nachgegangen, habe die Stimmen gesammelt. Er natürlich verdient gesammelt, indem er die Leute von seinem Plan erzählt hat. Sich Gedanken gemacht hat, okay, wie will er denn die Bevölkerung, die Gegend, die Stadt, die Gesellschaft in seinen Plan mit einbeziehen? Und das zieht bei den Leuten. Und nur weil es bei ihr nicht zieht, denkt sie jetzt irgendwie, sie kann sich irgendwas aus den Fingern ziehen. Und sonst was machen, oder wie? Es bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend. Okay, er hat sich jetzt irgendwie noch was gekauft. Was hast du dir jetzt noch gekauft? Hast du den Croissant gekauft oder ein Milchbrötchen? In Lunchpaket stecken. Da hast du den Kaffee. Cooper, du hast irgendwas dir gekauft und die Sims klauen uns das. Deshalb bin ich ganz ehrlich, gehe ich nicht gerne in Cafés. Du bestellst dir was, wenn sie sich was bestellen. Ich bin manchmal zu lahm dafür, um zu gucken, was sie sich denn bestellt haben. Dass ich mir das dann auch merke und dann klaut es irgendein anderer Sim. Auf jeden Fall haben wir die Folge super, super viel. Auf Wiedersehen. Erlebt. Wir hatten ein wunderschön romantisches Date mit unserem Ricky-Schatz und mit unserem Cooper-Schatz. Die haben die Liebe nochmal so ein bisschen aufleben lassen. Cooper hat sich entschuldigt, dass er so viel und so lange vor allem gearbeitet hat, so dass sie sich nicht sehen konnte und immer nur so ganz kurz und so überschnitten gesehen auch nur haben. Ja, seine Arbeitsrivalin, die denkt irgendwie, er ist nicht so der ehrliche Typ, für den alle ihn halten. Er ist sich nichts bewusst, was er gemacht haben könnte. Es bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend. Ich würde aber jetzt mal sagen, dass wir für diese Folge auf jeden Fall erstmal Schluss machen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und einen Kommentar von dir freuen. Und wenn du neu bist, dann gern auch den Abo-Button nicht vergessen und die Glocke vor allem, damit du keine neuen Videos verpasst. Und ja, dann freue ich mich sehr, dich im nächsten Part wieder willkommen heißen zu dürfen. Und ich kann hier schon mal ankündigen, dass wir im November eine Familie-Thompson-Woche machen. Es gab ja zu meinem Geburtstag eine Guild Wars 2-Woche. Und ich hatte auch versprochen, dass wir das zu Sims, zu allen drei Let's Plays machen. Und Familie Thompson habe ich jetzt schon mal so in meiner Notion-Liste soweit verplant, dass ich weiß, okay, wann, den genauen Zeitraum werde ich dir jetzt hier einblenden, dass du das schon mal weißt. Es gibt natürlich aber auch noch auf Instagram und auf YouTube in den Community-Bereich auf jeden Fall noch eine Info. Ich hoffe, du wirst dabei. Du bist dabei. Wenn nicht, auf jeden Fall kein Problem. Dann sei gern bei Not So Berry wieder mit dabei. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Freue mich natürlich, wenn ich dich das nächste Mal willkommen heißen darf. Und würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Und würde sagen, bis dann. Ciao, ciao.